Louis Bele S.A. Das ist Vendlancourt, eine kleine Gemeinde im Jura mit 912 Hektaren Gemeindegebiet, 568 Bewohnern und 3 Restaurants. Und das ist die Louis Bele S.A., das größte Bijou und gleichzeitig wichtigste Arbeitgeber der Gemeinde. Zu verdanken hat die Gemeinde den Vorzeigefamilienbetrieb dem Uhrmacher und Bauer Louis Bele, der 1948 am heutigen Standort der Firma eine Werkstatt zur Fertigung von Fräsen gründete. 1981 übernahmen seine 4 Kinder das Zepter in der Firma. Seit dem Jahr 2008 liegen die Geschicke des Unternehmens in den Händen von Roxane Piqueret und Arnaud Maître, den Enkeln des Firmengründers. Nous sommes très fiers de notre grand-père, de notre maman et de nos oncles qui ont jeté les bases de l'entreprise actuelle et qui nous ont transmis la philosophie de l'entrepreneuriat durable. Encore aujourd'hui, 3 époques cohabitent dans notre entreprise. La mécanique conventionnelle et manuelle, le monde des machines à commande numérique et les processus virtuels de conception d'outils. Die von der Louis Bele S.A. gefertigten Spezialfräsen aus Hartmetall werden im Bereich der Präzisionsmechanik, insbesondere der Uhren- und Schmuckindustrie, der Feinmechanik, der Flugzeug- und Elektronikindustrie und der Knochen- und Zahnindustrie eingesetzt. 90% der Produktion sind für den Binnenmarkt bestimmt. Die Fertigung von teuren Einzelstücken und Spezialitäten sowie von größeren Serien und eine große Anzahl von Kunden haben das Unternehmen krisenresistenter gemacht. 1986 wurde im Betrieb die erste digital gesteuerte Maschine entwickelt. Das damit verbundene Wachstum des Teams und der Ausbau des Maschinenparks erforderte in den Jahren 1990, 2000 und 2010 einen Ausbau der Produktionsfläche von 90 auf 1700 Quadratmeter. Für die Verantwortlichen war es selbstverständlich, dass bei den Neubauten jeweils die neuesten Minergie- und Baustandards zum Einsatz kamen. Le développement durable est un concept très naturel pour ma sœur et moi. Nous sommes conscients que nous ne sommes qu'un maillon dans l'histoire de l'entreprise et notre but est de la faire prospérer pour les générations à venir. Pour cela, nous devons insuffler un esprit innovant à travers toute l'entreprise, assurer son essor économique, tout en témoignant d'un grand respect pour les femmes, les hommes et pour notre environnement. Nebst der umsichtigen Führung sind es die Mitarbeitenden, die den Erfolg der Louis Bele AG ausmachen. Nicht selten kehren diese nach auswärtigen Aus- und Weiterbildungen in den Betrieb zurück. Wie zum Beispiel dieser Mitarbeiter, der sein Wissen in generationsübergreifender Zusammenarbeit für noch geheime Neuentwicklungen einsetzt und damit Tag für Tag mithilft, an der erfolgreichen Zukunft der Louis Bele AG zu bauen.